Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers, zusammen mit Hawk. Hallo, liebe Leute. Und dem Chefkoch. Hallihallo. So, und ja, ihr seht schon, der Hawk ist hier gerade in die Startposition gegangen. Der hat sich nämlich gedacht, um die wirklichen Ressourcen zu holen, müssen wir raus, runter vom Planeten. Sinkst du ab, kann das sein? Ja. Tatsache. Aber das mache ich auch extra. Okay, dann start doch mal. Hawk wird nämlich ein paar Asteroiden jetzt abgrasen nach Materialien, Mineralien. Oh, tschüss. Es ist so schön. Mach's gut, Hawk. Mach's gut. Hoffentlich sehen wir dich nie wieder. Wir werden die Kryokammer umfärben. In blau. Schön. Oh, geil. Und wenn wir gucken, also der Start, der ist ja alle, das geht da noch, ne? Also ich bin echt gespannt auf die Landung. Genau, die Landung dürfte interessant werden. So, wir haben hier minimal weitergemacht, eigentlich nur noch so ein bisschen Dach, ein paar Blöcke fertig geschweißt und ja, machen jetzt weiter mit dem Atmosphärenlander, ja, mit dem Landungsschiff, hört sich irgendwie besser an. Gemeint ist natürlich mit dem Landungsschiff für den Planeten Kepler 452 B. Wenn man so lange an anderen Sachen arbeitet, dann vergisst man das wahre Ziel schon mal. Keine Schwerkraft. Keine Schwerkraft. Bist du raus? Ja, ich war raus. Ja, du bist auch schon etwas länger nicht mehr sichtbar. Ich melde mich ab. Alle Systeme auf Standby. Geil aus von hier oben. Ja, glaube ich wohl. Weil wir haben jetzt unten die ganzen GPS-Daten, weißt du, das sieht total geil aus. Du siehst so richtig auf dem Mond, wo wir da hergelaufen sind und so. Okay. Wo wir waren. Schön. Das war witzig. Richtig gut. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich überhaupt ein paar Asteroiden finde, weil irgendwie sieht das hier so leer aus. Ich glaube, wir mussten weiter weg, ne? In unmittelbarer Nähe des Mondes waren keine mehr. Also ich weiß noch, kurz vorm Landeanflug war nicht mehr viel zu sehen. Ja, stimmt. Weil ich sehe schon den ersten, da fliegen wir mal direkt hin. So, okay, dann hätten wir die Basisplatte schon mal dran, bis auf so ein paar kleine Eckteile. Aber das macht der Chefkoch ja mit dem Schiff in ganz possierlicher Art und Weise. Ja, natürlich. Possierlich. Also, ganz possierlich, ja. Nein, sehr hübsch. Wir haben auf jeden Fall einen fähigen Schweißer rekrutiert. Von daher alles gut. Alles gut. Hm, halt den Schweißer nicht zu dicht in die Platten rein, du weißt ja... Zu tief eintauchen kann schmerzhaft sein. So. Ja. Dann machen wir mal weiter mit dem Bau des Schiffes. Wir müssen zusehen, dass wir die Ecken hier noch irgendwie zukriegen, so dass es einigermaßen hübsch aussieht. Das wäre dann hier einmal dieses Bauteil. Und dahinter dieses. Genau. Ist ja ein schön weit weg. Ja, weit weg bist du jetzt. Hast du denn schon Heimweh? So ein bisschen. Du weißt ja, deine Kryokapsel wartet hier auf dich. Aber es wäre schon schöner, wenn du mit Schiff zurückkommst. Ganz ich wollte klar. Sagen, hatten wir eigentlich eine Antenne an das Schiff angebracht? Nein, da ist keine Antenne dran. Du weißt, ich wollte schon weg ist, ne? Welches Schiff? Ja, das Schiff. Von welchem Schiff redet ihr? Ich habe keins gesehen. Ich bring dich um. Okay, also ich hab das jetzt alles nochmal weiß gemacht, hier oben den Aufbau. Ich sehe gerade, dass ich etwas zu viel weiß gemacht habe. Ich würde das mit dem Einfärben im oberen Bereich gerne so ein bisschen vertagen. Vielleicht auch sogar auf, auf irgendeine Aktivität zwischen den Folgen. Weil es doch relativ schwierig ist, sich jetzt schon vorzustellen, wie es hinterher aussieht. Insbesondere diese Übergänge hier, das sieht natürlich jetzt im Moment nicht schön aus. Von daher müsste man eigentlich auch noch den inneren Ring weiß machen. Dann hätte man aber das Problem, dass man im Schiff später das Rote sieht, also so wie hier. Von daher ist das jetzt alles mal auf weiß gesetzt. Und wir färben hinterher. Ich wollte das dir mal zeigen. Alles auf weiß. Hey Hawk, du hast da übrigens ein wunderschön großes Loch gebohrt. Ja? Hast du. Ich bin gerade mal reingeflogen. Ich war das nicht, das war schon so. Ja. Ja.
Spaß mit dem Bohrer. Hui. Ich hoffe nur, dass ich zu den ollen Meteoriten, wo ich jetzt hinfliege, da auch überhaupt Eisen ist. Ja, wir haben ja noch so ein paar GPS-Koordinaten. Ja, aber die sind noch viel, viel weiter weg. Vergiss das nicht. Ja, okay. Du könntest natürlich mal zur alten Basis fliegen, da mal ein bisschen Uran reinschmeißen. Dann hätte man da ja auch nochmal so einen Ort, wo man wieder hin zurückkäme. Vielleicht kann man ja dann irgendwann so sagen, schaut mal, hier kommen wir her, hier wurden wir abgesetzt. Ja. Hier wurden wir rausgeschmissen. Ja, hier haben sie uns immer. Ja, hier haben sie uns allein gelassen. Spannend wäre es allemal, also. Ja. So, mal gucken, ob hier noch. Also, von oben sieht das Schiff irgendwie aus wie ein. Kennt ihr noch diese Dinger da von Dr. Oetker, die da ein Intermezzo heißen oder so? So diese kleinen, Schiffchen. Ja, genau die. Genau so sieht's aus. Jetzt muss ich mir wirklich einen Kommentar sparen. Ja, das stimmt, das sieht so aus, ja. Aber dazu müssten wir oben noch so ein bisschen Basilikum und Tomatenbelag und sowas drauf machen. Wir färben also die Oberseite rot, einverstanden? Hat Demi Hunger oder so? So ein bisschen gerade, ja, doch, wenn du mich gerade so fragst. Nein! So, weiter geht's also. Wir setzen die letzten Steinchen hier für die Wand. Also für diesen hohen Bereich und dann wird es nämlich wieder flacher und zwar ab hier würde ich sagen, gehen wir nur noch 3 hoch. Bin an den ersten Asteroiden angekommen. Wuhu. Und ich glaube, hier ist nur Uran. Super. Mal gucken. Und ab hier dann nur noch 2 hoch. Ich brauche wohl eine Kamera. Kamera, Kamera, Kamera. Obwohl 2, 1, 2, 3, hoch 3 ist die Wand. Das heißt, das ist dann die Schräge, das passt dann. Also hier 2 und nur noch einmal das Dach drauf für die Schräge, dann passt es. Ja, für den Fall, dass ihr jetzt nicht wisst, was ich meine, ich bin mir selber noch nicht genau sicher. Das wäre dann nicht verwunderlich. Nee, der hat auch Eisen, aber weiter dran irgendwo. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann werde ich aber direkt nochmal Uran mit abbauen, wenn er hier schon so ein riesen schwatter Klumpen ist. Aber ich sammle jetzt kaum noch Stein an. Das weiß ich, wie geil das ist. Nein. Nee. Gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ah, nee, das ist nicht schön, was ich hier gerade mache. Da muss noch eine Ecke rein. Kamera, Kamera, Kamera. Schwipp. Es gibt einfach nicht für alles, was man bauen will, die richtigen Steine. Es ist einfach so, dass da was fehlt. Hier unten haben wir noch ein paar andere Teile. Ne, das können wir aber alles eh nicht gebrauchen. Dann wird's nur kompliziert. Oh, 500.000 Uran und 240.000 Eis direkt mit eingesammelt. Definitiv. Das Schiff ist ja Selbstversorger übrigens. Da wurde eine Frage zugestellt. Oder nicht direkt eine Frage. Da hat jemand gesagt, das geht aber nicht, weil das Uran sich nicht über die Förderleitung transportieren lässt. Das stimmt aber nicht, weil wir das Uranerz in die Zentrifuge leiten und die fertigen Uranbarren lassen sich sehr wohl direkt in den Reaktor bringen. Ja. Entschuldigung. Und von daher funktioniert das auch. Das Schiff ist tatsächlich, sofern es Uran bohrt, alle paar Tage mal komplett selbsterhaltend. Ah, mein Gott. Also Treibstoff-Uran, sag ich schon. Treibstoff hält jetzt für 5 Tage. Ja, war mehr sogar. Wenn ich jetzt kein Gas gebe, hält er für 3 Jahre. Wenn ich jetzt den Bohrer betätige, dann für 4 Jahre mit Triebwerke. Ja, also hält. Kann man eine Weile mitfliegen, ja. Eine ordentliche Zeit, ja. So, ich werde mal meine Sauerstoff- und Hydrogenflaschen auffüllen gehen. Das wird mal Zeit wieder. Und könnte ja, auch ein bisschen ruckeln. Es ruckelt tatsächlich hier gerade. Ja,
weil ich hier gerade ein bisschen freibohren muss, damit ich ein bisschen ans Eisen drankomme. Aber es dauert nicht lang. So, das ist, es ist interessant, dass die Speichermechanik des Spiels so funktioniert, dass, obwohl du ja vollständig außerhalb unserer Reichweite bist, wir trotzdem das Ruckeln dann hier mitbekommen. Mhm. Ist ein bisschen schade. Ist ja schon vorbei. Ich find's jetzt auch schon wieder viel besser. So. Jetzt gibt's das richtig ordentlich Eisen. Ich mach, soll ich das Ding jetzt hier einmal komplett voll machen? Aha, hier ist sogar Platinum, sehe ich. Das brauchen wir auch. Super. Ja, pass auf, mit komplett voll haben wir noch nicht so die Erfahrung. Oh, ich habe das Hangartor wieder zugemacht, ne? Ja. So Entschuldigung, ich bin durchgeflogen und du bist auch gerade durchgeflogen und ich war zuerst durch. Ja, und dann sorry, ich hoffe, ich hoffe, du hast nichts kaputt gemacht bei deinem Versuch, den Hangar zu verlassen. So, dann gebe ich dir die Schuld. Immer die anderen, ja. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin komplett voll. Also ich sag jetzt einfach. Ja, genau, wenn du komplett voll bist, bin ich nicht sicher, ob das. Jetzt einfach ob mal das Ganze. Ja, gut. Was traust du mir? Wie könnte ich? Dieser komische Unterton, der da jetzt drin war. Schön. Ja, ich probiere das jetzt aber mal. Das müssen wir müssen es ja mal wirklich austesten. Das ja, definitiv. Irgendwann muss man ja mal. Stimmt. Richtig. Ich habe jetzt schon 2 Millionen Eisen. Das ist gut. Schick. Das ist gut. Und der erste Container ist noch nicht mal zum Viertel voll. Wahnsinn, ne? Aber ich befürchte, dass die Triebwerke tatsächlich nicht reichen werden. Welche Triebwerke? Die Triebwerksleistung wird nicht reichen nachher für die Landung. Oh, hoppla. Jetzt wäre ich beinahe aus dem Spiel ausgestiegen. Ich habe so ein Gefühl. Warte hier bitte noch. Warte bitte noch. Ich muss eben die Ecke vernünftig haben. Ich weiß noch nicht, ob es richtig ist. So, du machst jetzt noch so ein komisches Ex-Ding dahin. Und ja, ich muss das spiegelverkehrt haben. Ich weiß nicht genau, wie hoch ich hier bin. Das ist das Problem gerade. Genau. Nee, passt schon. Zack, zack. So, dann hätten wir's. Genau, du darfst. Sehr schön. So muss das aussehen. Bau geht voran, höre ich. Jo, passt schon. Ja, marginal, sag ich mal. Chefko, ich habe eigentlich eine ziemlich coole Idee gerade. Oh, jetzt kommt's. Was denn? Was wir eigentlich noch bräuchten, ist ein Schweißschiff mit mehr Kapazität. Ja, mit einem größeren Frachtraum, ne? Eins, das ist, es muss gar nicht mal, ja, vielleicht einfach noch einen zweiten oder dritten Container. Es muss kein großes Schiff sein. Mhm. Aber es sollte vielleicht vorne vielleicht 4 Schweißköpfe haben oder so. Oder mindestens 3. Ja. Damit man mehr schweißen kann. Hättest du Lust, sowas zu bauen? Ja, ich kann mich mal ranmachen, ne? Weil für dich jetzt hier das ganze Ding fertig zu schweißen, ist vielleicht auch langweilig. Aber ja. Wenn du dir irgendwo einen Platz suchst, vielleicht im Hangar und das baust, dann komme ich zwischendurch mal vorbei und wir zeigen dem Zuschauer die Fortschritte. Ja, ich guck mal, ob ich mal hier nichts kaputt fliege. Oh! Autsch, das hat weh. Naja, da du ja eh ein neues baust jetzt. Hat sich das ja erledigt. Genau. Oh. Oh, jetzt geht's ran ans Platinum. So, das hätten wir dann auf jeden Fall symmetrisch schon mal fertig. Hier wollen wir jetzt einen runter. Das heißt, hier kommt wieder dieser komische Block hin. Hm. Fast richtig. Ja, ah, ich hatte schon. Nein, so genau. Und dann geht's hier so weiter. Was mache ich hier mit diesem... Das mit dem Drehen hat sich doch irgendwie geändert. Das... Eigentlich... Oh. Eigentlich konnte ich das alles mal. Damals, als du jung warst. Damals, genau. Das hat alles funktioniert. Und zwar ganz hervorragend. Und jetzt geht das plötzlich nicht mehr. Das war komisch. So.
Also es kann zwischendurch immer ruckeln. Wie gesagt, ich muss immer mal so ein bisschen, ne? Ja, wir wissen ja Bescheid. Es ist ja alles gut. Wir nehmen es dir dann auch nicht krumm. Wenn ich hier mit voller Wucht gegen das Raumschiff fliege, dann weiß ich, es ist für einen guten Zweck. Dann bin ich ja zufrieden. Ne? Und das ist ja die Hauptsache. Dass es dir gut geht da draußen. Oh, also bislang kann ich mich nicht beklagen. Ja, schön. Die endlosen. Die endlosen Weiten. Ja, oh, gut. Von den endlosen Weiten sehe ich gerade recht wenig. Ich bin mitten im Asteroiden drin. Ich sehe um mich drumherum eigentlich nur Eisen. Ein bisschen Kobalt, Eis, Platinum. Schön. Es hört sich nach einem Paradies an. Ja. Vor allem Eis, bei dieser Hitze. Fehlt eigentlich nur noch der Cocktail, also dann ist perfekt. Ja, schön. Warte, den liefere ich. Ja, okay, aber per Express. Ja, selbstverständlich. Also, das werde ich da nicht lange warten lassen, ist doch von Ehrensache, oder? Oh, was träumst du nachts? Das willst du nicht wissen. Also, ihr seht schon hier, dass wir einigermaßen Wert auf Ästhetik legen jetzt. Ich versuche hier sogar die Ecken abzuschrägen. Mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Ja, es geht doch. Es geht doch. Machen wir erstmal hier wieder zu. Uiuiuiuiui. Wenn ich ehrlich bin, so langsam bezweifle ich, dass ich damit landen kann. Ja, dann mach es lieber wirklich nicht so voll. Also der Verlust des Schiffs wäre schon tragisch. Meinst du nicht? Also ich fänd's dramatisch. Traumatisch. Schlecht. Dramatisch schlecht. Also ich habe jetzt eine Masse von ungefähr 10 Mille. Boah. Ja, ist schwer einzuschätzen. Man könnte es ja ausrechnen. Wir müssen wissen, wie viel Leistung eins der großen Triebwerke bringt, dann rechnest du das aus. Wie viele Triebwerke zum Beispiel jetzt für den Landeanflug nach unten halt ausgerichtet sind und dann guckst du, ob das reicht. Ja, wie viel mit Masse der Masse. Halt, ja, genau, mit der Masse, genau. Und ja, dann rechnen wir. Viel Spaß. Also wir müssen hier jetzt aber das Schiff weiterbauen. Nein, Blödsinn, das brauchst du jetzt natürlich nicht ausrechnen, aber ich habe so eine ganz leise Stimme sagt mir, dass das Schiff nicht wieder heile zurückkommt. Und ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Hoffe ich auch. Das hoffen wir alle. Ach, wir wohl gut gehen. Wir wohl gut gehen. Wird wohl gut gehen. Ich werde den Planeten relativ in einen waagerechten Senkel anfliegen. Was? Direkt voll draufhalten. Nein, Quatsch. Natürlich werde ich schön vernünftig auf den Horizont gerichtet halten. Damit ich vielleicht eventuell mal irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, richte du mal auf den Horizont. Also ich werde mich jetzt auch auf den Rücken machen. Ich denke, ich bin voll genug. Also ich habe massig... Voll genug bist du auf jeden Fall. Ich habe 600.000 Uran ungefähr. Ja. 250.000 Eis. 6 Millionen Eisen. Boah. Stein, ganz kleines. Ja, Stein so ein bisschen was. Dann Platinum habe ich auch 1 Million. Kobalt auch fast 1 Million. Und Nickel auch nochmal fast 1 Million. Wahnsinn. Also, und das, ich habe jetzt den ersten Container immer noch nicht voll. Ich sag mal, das reicht eine Weile. Ja. Komm zurück. Ich komme auf jeden Fall zurück, ja. Komm zurück. Aber die Landung, liebe Zuschauer, die werdet ihr leider erst in der nächsten Folge sehen, weil wir sind schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann denkt doch an einen positiven Daumen, würden wir uns alle drei sehr drüber freuen. Außerdem natürlich auch über eure Kommentare, wo ihr uns gerne eure Ideen und Anregungen jederzeit mitteilen könnt. Ihr wisst ja, wir lesen das auch alles durch. Und damit schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Ciao.